Der Eismann ist da! Yay! Ein Magnum Gold, bitte. Oh mein Gott! Frau mit Hasenohren. Ah, ich habe für sowas eigentlich gar keine Zeit. Das ist Frau Hase. Sozusagen unsere Chefin. Reicht es nicht, wenn ihr dem Mädchen alles erzählt? Nein, tut es nicht. Miau. Ah, also schön. Deine Welt, Alicia, ist eine, in der es so gut wie keine Magie gibt. Früher war das mal anders, aber das ist schon Ewigkeiten her. Doch ein wenig Magie gibt es noch. Und die Macht, sich ein Zauberer zu nutzen, um die Grenze zwischen deiner und meiner Welt aufzuheben. Du hast es ja selbst schon erlebt. Je häufiger und länger es passiert, desto stärker verschmelzen deine Welt und die Märchenwelt. Die Märchenwelt ist die Welt, aus der wir kommen. Aber das hast du schon erkannt. Jedenfalls dürfen die beiden Welten nicht miteinander verschmelzen. Sonst lassen sie sich irgendwann nicht mehr trennen. Du bist die Einzige, die Wahre, die das verhindern kann. Indem du den Menschen hilfst, die vom Zauberer in Versuchung geführt wurden. Er hat ihnen etwas versprochen, um im Gegenzug etwas von ihnen zu bekommen. Dieses Etwas stärkt seine Zauberkräfte und lässt gleichzeitig die beiden Welten miteinander verschmelzen. Die gesammelte Kraft sieht übrigens wie eine Perle aus, die hast du ja schon gesehen. So weit, so gut. Ich habe das Gefühl, dass dir etwas auf dem Herzen liegt. Möchtest du etwas fragen? Warum gerade ich? Es gibt so viele andere, die dafür besser geeignet sind. Eigentlich jeder. Tja, was soll ich sagen? Es ist eben Fügung, dass gerade du ausgewählt wurdest. Wenn du nichts unternimmst, dann wird die Welt nie mehr so sein, wie du sie kennst. Außerdem sollst du auch eine Belohnung bekommen. Ich werde dir einen Wunsch gewähren. Sie ist nämlich eine gute Fee. Das vergisst sie immer zu sagen. Ach, was für solche Nebensächlichkeiten. Ja, für diese habe ich keinerlei Zeit. Dafür seid ihr ja da. Ich überlasse euch den Rest. Der Kater kann die Perlen aufspüren und der Nussknacker kann alles bekämpfen, was sich dir in den Weg stellt. Mach's gut und viel Erfolg. Und möge euch der Saft niemals ausgehen. Da geht sie hin. Das hätte auch etwas ausführlicher sein können. Du möchtest jetzt bestimmt wissen, wo die nächste Perle ist, nicht wahr? Nein, ich gehe zurück in mein Zimmer und schlafe so lange, bis dieser Albtraum zu Ende ist. Gute Nacht, meine Herren. Nicht schon wieder. Sie ist schwieriger, als wir dachten. Also, er hat mich nicht mal mitgenommen. Da kann man nichts machen. Morgen wird sie dich bestimmt holen. Nichts da. Du nimmst mich gefälligst mit. Ha. Oh nein, das werde ich nicht tun. Ey, nimm mich nicht in den Mund. Darf ich auf deinen Rücken? Nein. Der Froschkönig. Ha. Warum müssen die anderen auch so spät duschen? Die Duschen waren wieder voll bis oben hin. Oh, nackte Mädchen. Überall. Aha, was macht der denn in meinem Bett? Verschwinde, du ekelhafter Frosch. Bist du verrückt?
Willst du mich umbringen? Oh mein Gott, ein nackter, verfluchter Mann. Was ist los? Hat das hier die Sprache verschlagen? Du bist nackt. Ach was, hast du schon mal einen Frosch mit Kleidern gesehen? Besorgt dir irgendwo was zum Anziehen. Stopp, du darfst nicht rausgehen. Was nun? Entscheide dich mal. Du kannst nicht einfach nackt durch das Haus rennen und dann kommst du auch noch aus meinem Zimmer. Miau. Hier habt ihr euch also versteckt, Prinz Kerian. Wer hätte gedacht, dass es euch gelingt, in diese Welt zu flüchten? Ihr habt mich eben unterschätzt. Und ich werde auf keinen Fall zurückgehen, es sei denn, ihr hebt diesen Fluch auf. Das geht nicht so einfach. Ich will ja nichts sagen, aber kann der endlich mal was anziehen? Ha, stell dich nicht so an. Ich kümmere mich darum. Hokus Pokus. Ha, zufrieden? Nein. Du bist in meinem Zimmer, ich wollte gerade schlafen gehen und ich habe unter meinen Kleidern nichts weiter an. Eigentlich trifft es sich ganz gut, dass ihr hier seid. Dann könnt ihr Elisha gleich helfen. Wenn ihr den Fluch danach aufhebt, vielleicht. Darauf wollte ich hinaus. Ich werde es mir überlegen. Ist das Erpressung? Ja. Kann er über die Nacht bei dir bleiben, Elisha? Auf gar keinen Fall. Das dachte ich mir schon. Ich nehme ihn erst mal mit. Darf ich auf deinen Rücken reiten? Nein. Na, verflucht. Ah, das Bett hat schon wieder komische Geräusche gemacht. Ich werde einfach immer dicker. Das wird ja immer schlimmer. Ha, Froschleim. Froschleim, ganz sicher. Wo bin ich hier? Eben war ich doch noch... Ah, oh, fick die Henne, ich hab keinen Bock mehr. Oh, ein feiger Norden. Oh. Wer zum Teufel bist du? Fürchte dich nicht. Ich bin nicht hier, um dir zu schaden. Einen Rat will ich dir geben und meine Hilfe anbieten. Kannst du ihnen trauen? Ich weiß, dass du Zweifel hast. Du fragst dich, ob sie dir die Wahrheit gesagt haben. Du hast das Gefühl, dass sie dich nur ausnutzen. Und du glaubst auch nicht, dass ein gewöhnliches Mädchen wie du diese Aufgabe überhaupt gewachsen ist. Ein Mädchen, das allen Problemen aus dem Weg geht, das freiwillig eine Außenseiterin ist, das sich nicht zutraut. Ja, ich kann deine Zweifel verstehen. Und selbst wenn du ihnen hilfst, werden sie dir nie das geben können, was dir fehlt. Aber ich kann es. Ich bin ein Traum. Ich kann alles. Träume. Dort kannst du machen, was du willst und haben, kannst du dort auch alles, was du möchtest. Ich kann dir Schönheit geben, jeder Junge würde dir zu Füßen liegen. Ich kann dir Stärke geben, niemand würde dich mehr herumstoßen und schlecht behandeln. Ich kann dir Weisheit geben, jede Tür im Leben würde dir offen stehen. Was immer du willst, du wirst es bekommen. Du kannst dich nicht entscheiden, dann lasse ich dir Zeit. Bis nächste Nacht. Wenn wir uns wieder treffen, werde ich dich ein weiteres Mal fragen. Aber sei gewarnt, solltest du meine Hilfe ausschlagen, dann wirst du einen grenzenlosen Zorn zu spüren bekommen. Nette, hilfreiche Maske. Ja, da fühlt man sich doch richtig wohl in seiner Haut. Weil man überhaupt eine hat im Vergleich zur Maske. Und so vergeht ein weiterer Tag im Reich des Zauberers und der Prinzessin. Hallo Welt, wie geht es Ihnen? Okay. Ja, und damit höre ich hier auf mit der Aufnahmesession. Ich weiß nicht, wie lange ich gespielt habe. Hat aber sehr viel Spaß mir gemacht, auch wenn ich etwas K.O. war. Dieses Projekt lässt mich aufblühen. Ist schon Wahnsinn. Ja,
Ich weiß wie gesagt nicht, wie häufig Videos kommen. Es tut mir echt leid, aber das kann ich nicht sagen. Und das hängt eben davon ab, wie ich meine Zeit einteile und wie ich darauf Lust habe. Wenn ich keine Lust darauf habe, dann werden die Aufnahmen auch nicht so, wie ich das gerne haben wollen würde. Ja, drängt mich nicht, was es sowieso nicht tut. Erstens, weil ihr eine kleine Anzahl an Zuschauern seid. Und zweitens, weil ihr viel zu nett seid. Okay, gut. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und für euer Schauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession von Zauberer und Prinzessin. Bis dann.